MC-Tum, Atze-Tum wieder am Start. Wir treffen uns heute wieder mit Deep A, aka Dippel Dippel. Ich habe auf jeden Fall Pumpflasche dabei, gut viele Dosen. Wird, glaube ich, interessant. Ja, sind wir gleich da hier an der Parkaue. War ich noch nie gewesen. Soll aber auch eine ganz süße Wand sein, aber auch ziemlich hoch. Gucken wir mal, wo das hier ist. Also, ich glaube, das hier im Park ist falsch. Ah, wäre ja schon richtig. Alter, was ist das denn für eine Riesenwand? Willst du mich veräppeln? Normale Wand, sagt er. Kranker Typ, Alter. Grüß dich. Hi. Oh mein Gott, Alter. Aber schön, schönes Design. Schöne Fadings. Können wir eigentlich so lassen. Oder? Ein bisschen da drin spielen noch so, aber sonst ist es eigentlich schon ganz geil. Aha, aha. Oh, den Kollegen nehmen wir gleich mit. Ja, hier zu der anderen. So, also das war gleich das Zeug. Genau, was gab's noch nicht? Bitte, die gab's noch nicht. Ich hab mir extra einen Behindertennamen extra. Damals noch, was ist am wenigsten wahrscheinlich, dass sich später irgendeiner geklaut? So, jetzt musst du aber aufpassen, ne? Dass wir im Alibu hier nicht rinkrossen damit. Ja, wird halt schwierig, ne? Muss ich schon fühlen. Warte, Düse ist zu groß. Und jetzt spritzt schon wieder auf meinen Kopf. Ansonsten bin ich zu weit weg von der Flüssigkeit. Ich opfer mich dafür, für die Sache. Ja, mach mal. Aber lass mal nachpumpen. Das ist wirklich so eine Plastikgurgel komplette, wa? Ja, ja, das verbiegt sich alles. Bei meiner letzten Pumpe war halt wenigstens der... Also hier, ja, der Stab unten. Der Stab aus Metall gewesen, da konntest du halt wenigstens ordentlich reindrücken so. Muss ein bisschen gerade halten, genau. Ja, siehst du, macht's jemand anders, dann sieht's gleich aus. Ja, Kacke. Wenn du mal so ein Toys an die Scheißpumpe lässt, weißt du, meine, was machst du so weit noch? Du hast eine sehr schöne Rückhand beim Rollern. Was wird denn das hier für eine Banane? Eine richtig krumme Banane. Du musst schon ein bisschen alt, wie man in der Farbe sieht. Das ist eine alte Banane. Mhm. Noch ein paar braune Flecken reinmalen. Auf jeden Fall. Auch eine schöne Fill-in-Spiel-Taste. Ja, geil, wa? Einfach reingeballert. Wie gesagt, mit dem Spaß machen ist ja jetzt nicht, kommt ja nicht mal ohne. Ja, und. Ist das eine Loop oder was? Ja, Mann. Ich dachte, mach mal, was du hier ins Portemonnaie reingegriffen, ja? Oh, hallo! Dachte ich, wir sind noch wohl in Farbe. Hier in der Wand, Digga. Zwei Wochen ist schon lang. Ja. Das krank da vorne von Kims, das ist auf jeden Fall schon locker jetzt. Eine Woche bestimmt. Ich glaube, unser Bild war einen Tag später schon weg gewesen. Echt, ja? Mhm. Boah, ist das traurig, ja. Ey. Mein Munkel, genau. So, mein Vorriss. Diesmal mit den Visionen da drunter. Danke. Abgenommen. Ja, auch direkt ein gutes Gefühl hier. Von der Style Police. Aber wenn ich hier das sehe, Alter, da wird mir schon wieder ganz schlecht. Ja, auf jeden Fall. So mit so einem Kackgrün sozusagen, Durchfallgrün, ja. Das ist nicht gut. Durchfallgrün will keiner. Irgendwas, was steht da drauf? Galle. Belgrad.
Der Move. Gut, ne? Dafür ist doch RBK bekannt hier. Für Moves. Schießen wir das mal wie so ein liedernes Band durchs Bild. Ob man einen Engel lauschen würde. Kannst du mir da mal so ein Tape machen, wenn ich mal eine Frau zu Hause habe, wo dann so. Ich muss singen? Wo so eine Musik, so eine Chansonmusik kommt so und du säuselst dann auch dazu. Geil, Digga! Ja, das ist ja. Ein Schuhshot sozusagen, würde man sagen, weißt du? Schuhshot, also geht auf jeden Fall so, ist eine sichere Nummer sozusagen. Ja, achso, Schuhshot. Ist auf jeden Fall eine geile Konstruktion. Kann man die nicht gerade hinstellen, oder was? Stand ja gerade. 90 Grad. Ja, Bohnen ist wahrscheinlich schief. Ne, ist auch irgendwie ist eine Seite, das passt nicht zusammen, da haben die mal dran geschraubt, was nicht sein soll. Also wenn ich auf der Musik einen Strike bekomme, Alter, dann fress ich einen Besen. Manche Stellen kriegen nur Perspektiven. Das wird so voll cringe nachher. Man denkt sich so, warum? Was hat er sich dabei gedacht? Und dann sind die Blöcke auch keine richtigen Blöcke, sondern kriegen dann so eine komische Wolken-Puff-Enden. Ja, das kommt geil. Ja? So, und das sind dann halt so ein Wolken-Puff-Block. Keine Ahnung. Kannst du dir nicht erklären. Ja, ich habe jetzt hier oben noch mal so ein bisschen die Linien mit der zerschnittenen Rolle noch mal ein bisschen extended. Ist natürlich die Suppe ins Bild reingeflossen, aber das bleibt so. So, jetzt war die Überlegung, Blocks. Also, die ist ganz schön dunkel, die Farbe. Ich glaube, jetzt so noch mal sehe, zeigt ja hier im Vergleich. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Also es dann insgesamt viel zu dunkel wird, glaube ich. Was hast du für eine Outline? Dunkelblau. Problem ist, für so viel Fläche oder für Grauen. Willst du komplett durchziehende Blocks machen oder nur so ein bisschen kurze? Ne, die sollen schon lang sein, ne? Rangehen, ja. Guck mal, das Wischen steht ja auch auf dem Boden. Und dann würde es halt alles ein bisschen besser miteinander zusammenfügen. So. Aber mit den orangenen Blocks, da würden, glaube ich, rote Outlines noch ein bisschen geiler kommen am Ende. Ja, gucken wir einfach mal, ja? Machen wir einmal, wenn es nicht passt. Dann kommt die Idee auf den Schrottplatz, auf den Style-Schrottplatz. Ja,
Hört sich an, als ob der Druck irgendwo seitlich rauskommt halt bei diesem. Ja. Das ist so wie wenn du ein Loch im Zahn hast und dann pfeifst. Ja. Die Farbe ist geil. Das sieht aus, als ob du mit Tinte Outline ziehst. Das soll ja auch. Jetzt gerade, wie ich sehe, wie du die Outline ziehst. Ich hab mal in der Grundschule, sollte ich so schön schreiben. Wenn du mit Grundschule anfängst, dann komm, flieg mal das. Okay, wie spritzt, Alter. Boah, Alter, was geht denn hier ab, Alter? Wie komisch. Sag, die Dose ist im Arsch. Oder nimm ein anderes Cap, probier mal ein anderes. Okay. Passiert. Caps sind ja auch so eine Erfindung. Billigproduktion. Ja. Wenn du so eine Special-Dose rausbringen würdest, ja? Also wenn jetzt Montana zu dir ankommt und sagt, ey Düppel, du bist so ein geiler Maler, wir wollen für dich mit deinem Design eine Sammeldose machen. Ja. Was würdest du drauf machen? So die Aufmachung wie eine Bierdose wäre ganz geil. So Faxe. Ja, auch ganz geil. Gibt's denn Sternburg-Design-Sprühdose? Ja. Ja? Toll. Also jetzt weiß ich mir, was ich mir holen muss. Jetzt leider euch nicht mitgenommen, aber hier mit der Rolle, ne, hier diese Muster rangebracht. Ja, ich finde jetzt das mit den anderen Drips, ja, also diese ganzen Linien, die sich jetzt miteinander kreuzen und so, ergibt wirklich einen sehr schönen Eindruck. Wir haben auch schön juicy Colors eigentlich und es passt auch zu diesen gedeckten Tönen im Hintergrund. Ja, jetzt muss nur noch die Outline sitzen, beziehungsweise die Farbe reichen. Und dann könnte ich schon wieder fast glücklich sein. Merkt es jetzt schon. Ich hab bloß wieder so vorgerissen. Ja, nichts sehe. Ich werde ein bisschen länger brauchen. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einfinden mit dem Schwachsinn hier. Au! Au! Ja, auf jeden Fall mal Schatten nachmalen da in der Ecke. Das ist halt immer so, weißt du, warum ich halt keinen Bock habe auf Blocks? Weil ich eigentlich immer so schlecht vorreiße. Dass du dann zum Schluss denkst, scheiße. Ja, guck mal hier so, weißt du? Weil ich sehe ja natürlich, wenn ich mir jetzt überlege, Alter, ich müsste beim Schatten, wenn ich das einzeichne, mir die gleichen Gedanken machen wie beim Outline malen, Alter. Will ja nicht klein. Da sind wir ja auch wieder an dem Punkt so, wo es keinen Spaß macht. Au! 5, 6, 7, 0, 9! Alter, Dicker, was,
Was du halt da immer aus dem Schrotthaufen, was du vorreißt, wieder rausholst, ist echt, das ist so krass, weißt du? Was du da auch mit was für einer Geschwindigkeit du aber halt doch ziehst, weil du malst ja halt genauso unordentlich wie ich. So mit dem Vorreißen und Füllen und so. Ey, das ist krass. Aber Dirty Wins, Digga. Ja, Dirty Wins. Du hast recht. Ja, ich könnte halt meinen Füllen ja nicht. Ich weiß auch nicht. Das baut ja alles aufeinander auf, aber bei dir schaffst du es ja trotzdem, dass alles ineinander läuft. Ja? Fake it until you make it, Alter. Genau. Dein ganzes Leben gemalt und auf einmal. Genau. Ey, harsche Schnur. Ich kann nur Props geben, Alter, für das Ding. Danke, Digga. Wenn es Spaß macht, kommt man gerne bei raus. Wisst ihr, wenn ich mich so anstrengen müsste, dann verkacke ich immer. Ich hab so eine Torschlusspanik. Ja. Bei guten Pieces, wo man sich zu viel Mühe gibt, verkacke ich zum Schluss eigentlich in der Regel. Es ist praktisch wie eine Faustregel. Ja, ja. Wenn ich mir einfach denke, komm, rotz jetzt einfach hin, hör auf zu heulen, Digga. Mach hier nicht so einen Umfriss, weißt du? Genau. Nimm den nicht so wichtig, mach jetzt hier nicht richtig. 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 Und dann läuft die Sache meistens auch komischerweise. Oh, der ruft jetzt schon wieder an. So, einen kleinen Fast-Forward gehabt. Ich habe mir so ein Grau vom Kollegen hier geschnappt für die Vision. Sehr geil, also schön kantig heute. Ja, haben wir gerade schon ein bisschen überlegt, da fehlt auf jeden Fall noch was. Aber ich will eigentlich nicht so schnöde weiß machen. Meinst du das nötige Highlight? Ja, gelb wäre geil. So ein hellgelb. Ja, das soll auf jeden Fall richtig ballern, ne? Heute. Ja, jetzt Mike mit gelb. Ein Highlight, aber nur hier und da, glaube ich. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ah, es war schön, die erste Linie daneben gesetzt. Und dann auch noch so schön am Anfang vom Stil. Die gefällt mir. Ich weiß nicht, die technische Umsetzung war heute eher so semi-gut, würde ich mal meinen. Auf einer Skala von 1 bis 0. 1,2. Guck mal, das sieht irgendwie aus wie ein. Guck mal, jetzt sieht's aus wie zwei Arschbacken. Geil. Wo da so ein Loch ist dran. Da auch. Kommt auch der Furz rausgeflogen. Ja, aber so sieht jetzt nochmal richtig geil, Alter. Jetzt sieht richtig wild so aus. Und das wunderschöne Tech. Richtig schön dreckig, Junge. Glaubst schon wieder nicht, was hierbei rausgekommen ist. Das ist immer wieder erstaunlich.